Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es auf jeden Fall nochmal um das Update 3.0. Ich habe ja letztes Mal gesagt, heute gibt es ein anderes Thema, aber das muss ich mir noch ein bisschen aufheben. Ja, ich zeige euch auch noch, was ich in der Werkstatt habe machen lassen. Wobei, eine Sache kann man da gar nicht von sehen, aber ich weiß nicht, ob ich mal irgendwann berichtet hatte, dass es bei mir hinten rechts immer geknarzt hat. Das hat VW auf jeden Fall beseitigt. Erfolgreich. Also wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr euch auch vertrauensvoll an eure Werkstatt wenden. Dann mein Handschuhfach. Schweres Wort. Das ist immer runtergefallen wie ein Stein. Und ich zeige euch gleich auch nochmal, wie das eigentlich aussehen muss, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das schon relativ lange, aber irgendwie hatte ich mich daran gewöhnt, dass ich da drauf drücke auf den Knopf und dann halte ich das mit der Hand fest. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist normal, weil ich das halt wirklich von Anfang an hatte. Also das will ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen, weil vielleicht ist ja noch jemand so doof und denkt, das ist normal. Ist es nämlich nicht. Ja, und ja, 3.0 habe ich gesagt, darum geht es nochmal, aber nur so indirekt, weil ich möchte mir mit euch zusammen nochmal Kommentare von mir angucken. Nein, nicht Kommentare von mir. Kommentare von euch unter meinem letzten Video und da mal kurz noch was zu sagen. Ja, also hier zeige ich euch ganz kurz das Handschuhfach. Also hier gibt es ja diesen Hebel. Warte mal, da. Genau, ich habe da einmal gedrückt und das Ding ist runtergefallen wie ein Stein. So klack. Ja, und da das von Anfang an war, habe ich gedacht, dass das normal ist. Jetzt habe ich einen neuen Dämpfer bekommen und wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht das halt langsam runter. Und ja, jetzt wo ich das sehe, weiß ich, dass ich ein bisschen doof bin. Ich habe wirklich am Anfang das gedrückt, das Ding ist runtergefallen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, habe aber gedacht, ja, ist ja nicht so gut. Bis ich irgendwann bei einem Bekannten das mal geprüft habe und gesehen habe, hey, das hat einen Dämpfer, das geht einfach so runter, ganz langsam. Ja, okay, das nur so zur Info. So, ich blende euch dann jetzt mal den ersten Kommentar ein. Hallo Leute, ich habe vor circa 4 Wochen das große und zwei weitere Updates erhalten. Es hat super funktioniert. Leider hatte ich das zweite Update beim Einkaufen versehentlich gestartet und musste anschließend noch eine halbe Stunde bis zum Ende warten. Ja. Denn es, das Auto fährt dann nicht. Ach so, ja. Okay, hat er sich ein bisschen verschrieben, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich weiß ja, was er meint. Okay, das Auto fährt dann nicht, ja. Das letzte Update war nur Recharge und lief im Hintergrund. Dazu wurde bei meinem ID.3 First noch etwas am Akku in der Werkstatt gemacht. Rückruf VW. Ja, da gab es ja mal eine Aktion. Eine Rückrufaktion anscheinend war er wohl mit dabei. Jetzt habe ich deutlich mehr, ca. 10 bis 15% mehr Reichweite. Und der Verbrauch ist mal um ca. 2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gefallen. Also, ich wusste ja vom 3.0, dass das eine Menge mitbringt. Aber 10 bis 15% mehr Reichweite. Okay. Und ja gut, der Verbrauch ist gefallen. Das ist ja klar, weil sonst mehr Reichweite. Ja, also die Vorteile durch das Update sind schon ordentlich. Ihr könnt euch alle darauf freuen. Also, das ist doch schön. Lieber Volker, ich duze dich jetzt einfach mal, unbekannterweise. Danke für deinen Kommentar. Und was wir daraus lesen, ist, er hat das Update bekommen. Also, beim ID Drivers Club habe ich ja auch Kommentare gelesen von wegen, ja, das ist hier alles Beruhigung und Fake. Ich kenne keinen, der das Update bekommen hat und das ist wahrscheinlich alles nur Blabla und es kommt nie. Gut, was natürlich Quatsch ist, weil irgendwann kommt das Update schon. Und ich hatte euch ja gebeten, Kommentare zu schreiben unter mein Video und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass das auch ein paar Leute gemacht haben und ein paar Leute auch das Update bekommen haben. Und bei Volker ist das halt so, dass er das Update bekommen hat, dass es ganz problemlos funktioniert hat und dass er begeistert davon ist und sagt, wir können uns darauf freuen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. So, dann mal zum nächsten Kommentar von Peter. Hallo, bei meinem ID.3 Pro S ist das Update seit letztem Donnerstag drauf. Verlief einwandfrei. Meine Bugs, von denen reichlich vorhanden waren, sind alle gefixt. Bin sehr zufrieden. Also,
Ich meine, das wird nicht repräsentativ sein, weil es eben zu wenig Kommentare sind. Aber wir halten mal fest, der Nächste, der kommentiert, dass es Update bekommen hat, also dass es kommt, das wird wohl repräsentativ sein, weil das ist ja eh klar. Und bei ihm hat es irgendwelche Bugs, die er hatte, sogar reichlich steht da, gefixt anscheinend. Und ja. Natürlich, da kann man sehr zufrieden sein. Also, wenn man ein Auto hat, wo es halt einfach irgendwie immer wieder Fehler gibt, ja, wahrscheinlich mit der Recharge-App und irgendwelche Fehlinformationen da, irgendwelche Ausrufezeichen und so, hatte ich ja auch schon mal so zwei Sachen, hatte ich aber nur, die dann auch relativ schnell wieder weggingen, nämlich mit runterfahren und wieder rauffahren. Und ja, bei ihm scheint es auch richtig gut gelaufen zu sein. Also, Nummer zwei und wieder mal problemlos und gut. Der nächste Kommentar ist auch sehr, sehr interessant. Ist natürlich wieder mal ein anderes Auto. Ich fahre einen ID.4 Pro Performance. Update kam vergangenen Freitag bei mir an. Etwa 5 bis Sockenwochen. Nein, nein, ich meine natürlich 5 bis 6 Wochen, aber das könnt ihr hier lesen. Nach Update auf 2.4. Werkstatttermin für Letzteres hatte ich proaktiv gemacht. Das habe ich ja auch gemacht, das wisst ihr. Auch da angerufen und euch auch gesagt, ihr solltet auch anrufen. Vielleicht hat das ja auf den Hinweis gemacht, vielleicht aber auch nicht, das weiß ich nicht, das ist auch egal. Ja, genau. Kein Brief oder Mail für 2.4. Okay, das hat keiner bekommen. Aber auch nicht für 3.0. Sehr, 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 sehr interessanter Hinweis. Also ihr könnt jede Woche, meistens so Donnerstag, Freitag, wie ich das so mitkriege, könnt ihr auf euer Update hoffen, weil er hat keine Mail bekommen. Also ich habe auch keine bekommen, deswegen, ja, mal gucken. Vielleicht kommt es ja bald. Also auch nicht für 3.0 Update, hat einwandfrei funktioniert, im Gegensatz zu Update 2.4. Da war das Auto tatsächlich eine ganze Woche in der Werkstatt. Habe ich Glück gehabt, bei mir war die 2.4 nur ein paar Stunden in der Werkstatt, nämlich morgens abgegeben, gearbeitet, nach der Arbeit abgeholt. Sehr schön, hat sehr gut geklappt bei mir. Also wie gesagt, da gibt es halt dann doch Unterschiede. Also bei ihm scheint es da Probleme gegeben zu haben mit dem 2.4er, aber, und das ist ja unsere wichtige Nachricht, das 3.0er lief einwandfrei over the air. So, danach Hauptbenutzer angemeldet, S-Pin auf der Internetseite festgelegt. Lieber Sven, S-Pin? Service-PIN wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Habe ich sowas? Naja, gut. Aber kannst du vielleicht nochmal irgendwie unter dem Video hier schreiben, muss man das machen oder ist das irgendwie wichtig? Ich weiß es nicht so genau. Deswegen, also S-PIN wäre mal interessant, ob man das unbedingt braucht, damit das Update weitergeht. Glaube ich nicht, ne? Oder? Hauptbenutzer angemeldet, S-PIN auf der Internetseite festgelegt und kostenfreie Features im Shop erworben. Also es scheint irgendwelche Features im Shop zu geben, die kostenlos sind und die man anscheinend mit Update 3.0 erwerben kann, werde ich euch alles zeigen, wenn ich das Update bekommen habe. Die neuen Funktionen sind wirklich sehr hilfreich. Mal schauen, wann Update 3.0 Teil 2 eintrifft. Das heißt, es kommt Teil 1. Man muss sich anmelden, das habe ich euch letztes Mal ja schon gesagt. Und dann kann man schon irgendwelche Features da im Shop erwerben. Richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Und es lief problemlos. Teil 2 folgt noch. Ja, lieber Sven, ich drücke dir die Daumen, dass Teil 2 schon angekommen ist oder jetzt noch ankommt und dass es bei dir auch problemlos läuft. Ja, das soll es heute gewesen sein von meinem Video. Schaltet wieder ein nächste Woche Sonntag, wenn es wieder neue Infos gibt. Bis dahin sage ich ciao, ciao, bleibt gesund.